herzlich willkommen zurück hier in Minecraft bei der Saga von Milton dem Magier. Wir sind heute wieder dabei, unglaubliche Abenteuer zu bestehen. Wir werden, habe ich jetzt mal einfach so beschlossen, bevor wir das Haus fertig gebaut haben, das dauert natürlich noch ein bisschen, einfach mal das Nether-Portal aufbauen in dem Haus, damit wir an das Nether-Quarz kommen, damit wir irgendwann auch mal unseren kleinen Golem-Freund befehligen können. Ja, müssen wir noch mal schnell Erde rausholen. So. Und da haben wir noch die schönen Säulen. Die müssen wir natürlich nicht verlieren. Ah, Papier. Eigentlich wollte ich noch was erforschen. Ja, jetzt doch ein anderes Mal. Auch gar nicht mitnehmen. Aber wir brauchen Obsidian. Ich bin mir gar nicht sicher, wie viel Obsidian wir brauchen. Deswegen werden wir noch ein wenig Obsidian abbauen. Und wo haben wir sie denn? Hier haben wir sie ja. Mal 4 oder so. Mal gucken, wie groß wir das bauen. Na? Computer spinnt schon wieder rum hier. Auf den einfach mal CPU wäre ausgelastet. Dabei ist das ein i7. Oh mein Gott, was haben wir denn hier? Das. Ein riesiger Blob. Ein riesigen Hut. Es ist eindeutig zu dunkel hier unten drin anscheinend. Komische Güte. Wir haben leider unseren Zauberstab geeint dabei. Das ist immer schade. Wenn wir noch mal eine Folge damit verbringen, hier ein bisschen das vorzubereiten. Nächste Folge bauen wir das Nether-Portal und gehen da durch. Noch nicht so ein Mini-Tor bauen, ein bisschen größer. Nehme ich noch ein bisschen Obsidian hier mit. Auch alles schön aussehen. Hunger habe ich auch schon wieder. Uiuiui, da unten ist Lava. Brauchen wir ein bisschen Stein, ne? Böse Spinne, böse Spinne. Wow! Böses explodierendes Wesen. Ich brauche dringendst hier mehr Licht. Na, was habe ich? Genau das abgebaut, was ich eigentlich nicht abbauen wollte. Das, wo das Licht dran war. Den nächsten ab. Echt vorsichtig sein. Ja.
unsere natürliche Obsidianquelle. Und da ist es weg. Genau das habe ich befürchtet. Hier kann es jetzt erstmal nicht reinfallen. Obsidian ja auch noch für andere Dinge. Wie einen Tank, den wir abbauen können, wo unsere IP drin bleiben, weil das sollten wir vielleicht vorher nochmal machen, bevor wir ins Nether reingehen. Wir müssen ja nicht unsere ganzen IP verlieren. Das wäre ja nicht so schön. Machen wir noch. Dann werden wir erstmal einen Tank bauen, einen neuen. Einen neuen Tank. So. Tank. Das war aber nicht irgendein Tank. Das war ein ganz besonderer Tank. Wie sah der nur aus? Der kam hier nach irgendwann. Sollte Tank nicht. Tank. Tragbarer Tank. Mechanismen. Ja, nein. Tank. Nee, das war es auch nicht. Welcher war es denn nur? So viele Tanks. Großer Tank, kleiner Tank. Tinker-Tank. Rainforce Glas war das, glaube ich. Glas. Ja, welcher war das nur? Tragbarer Tank. Ja. Der war es. Wildheitstank. Nee. Regentank. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Tank das war. Da muss ich dann auch erst noch mal wieder gucken. Das war was? Hier, der war es. Aha. Tank. Open Blocks war das. Obsidian und Glasscheiben. Glas, Glas. Das heißt, wir machen einfach schon mal klick, 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 klick. Wir haben da mal zwei von. Fehlt noch. Ach so, ja, ja. So, nehmen wir das mal raus. Dann machen wir hier raus die Glasscheiben. Das hin. Wir kriegen sogar zwei davon raus. Das heißt, wir haben vier. Haben wir vier schöne Tanks.
die werde ich jetzt erstmal provisorischerweise hier machen. Das ist so ein schöner Platz. Gitter wieder raus. Genau, ich hatte keine Ahnung, wie ich das da rauskriegen soll. Das war auch das Problem hier irgendwie. Jetzt können wir das XP-Gitter hier hinstellen. Rein theoretisch. So, jetzt geht's auch. Und ich kann es hier auch wieder rausholen. Das ist sehr wunderschön hier. Wenn man endlich an XP-Aufnahmestelle. Und jetzt werden wir mal schlafen gehen. Noch mal zu unserem neuen Haus, das noch nicht fertig ist. Und überlegen uns, dass das wahrscheinlich ein bisschen klein hier eigentlich, ne? Obwohl, nein, der kommt mir einfach zu klein noch. Ah, dann nehmen wir den Raum hier. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Na gut, da wäre die Mitte. Gibt's gar nicht. Also ich mach das Tor quer. Jetzt eigentlich hier die Ecke tun. Meint das hier. Mach ich das hier. Ah, ein zum Feind gebaut. Na, ah, Entschuldigung, meine lieben Leute. Immer auf diese Hustenanfälle. Vielleicht bessert sich das ja irgendwann mal. So, noch einen. Wieder abbaut. Und nein! Alter, es ist nicht wahr. Ich habe es noch gehört, aber ich konnte nicht so schnell entfliehen. So, den letzten noch abbauen. Dann haben wir nächste Folge auch ins Nether. Wir haben nur noch zwei übrig. Vielleicht auch noch einen breiter bauen können. Wäre vielleicht 1, 2, 3 auch gar nicht so verkehrt gewesen.
1, 2, 3, ja. Nee, da könnten wir ja eigentlich auch noch das eine breiter bauen. Liebe Leute, also an der Stelle sage ich wieder, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und tschüss.